So, hallo. Nach kleineren technischen Schwierigkeiten haben wir es jetzt doch noch geschafft, die Übertragung zu starten. Mit etwas Verspätung, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht größer. Ihr könnt euch ja das Ganze sowieso später noch bei YouTube anschauen. Wir sind bei unserem zweiten Science Saga Legionär. Ich bin Thorsten. Ich denke, ihr kennt mich schon. Neben mir ist ein neues Gesicht. Arthur wird sich gleich mal kurz vorstellen. Heute soll es darum gehen, dass wir euch im Prinzip mal kurz erzählen wollen, wer überhaupt alles bei uns auf der Plattform ein Projekt starten kann, was das Projekt vielleicht an Bedingungen erfüllen muss, um bei seinen Daten drauf zu passen. Das war Thema bei unseres Hangouts. Mache ich zusammen mit Arthur. Bist du dir dran? Ja, ich bin jetzt seit einem Monat dabei. Ich bin Volontär bei Wissenschaft im Dialog und arbeite auch bei damit. Mache da die Projektbetreuung und die Nutzerbetreuung. Helfe euch, ein schönes Projekt auf die Beine zu stellen. Bei Videos, Texten könnt ihr mich gerne nachfragen. Genau. Wunderbar. Dann ganz kurz zu uns. Ihr wisst ja, ScienceData ist die Crowdfunding-Plattform für Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation. Und im Prinzip sind auch alle Projekte aus diesem Bereich bei uns auf der Plattform zugelassen. Es gibt jedoch ein paar kleinere Bedingungen, die ihr doch erfüllen müsst. Wir haben dafür unsere Richtlinien und denen müsst ihr natürlich entsprechen. Das müsst ihr auch beim Einstellen eures Projekts bestätigen. Die Richtlinien findet ihr bei uns auf der Plattform unter anderem unten im Footer. Könnt ihr mal drauf schauen, euch durchklicken. Wir haben es versucht, immer noch einigermaßen übersichtlich zu halten. Wenn man es ganz grob zusammenfasst, es gibt ein paar Punkte, Projekte, die wir auf der Plattform nicht zulassen. Ich sage mal, die wichtigsten, auch wenn es noch nicht vorkam, ist es zum Beispiel Projekte, die an Waffensystemen forschen, wollen wir nicht auf der Plattform haben. Es geht um tierexperimentelle Forschung, zum Beispiel Medikamentenentwicklung auch, wo wir sagen, dass das eher weniger auf die Plattform passt, aber dann auch, sage ich mal, speziellere Sachen, wie zum Beispiel die Finanzierung von Wissenschaftspreisen, was wir auch nicht über die Plattform finanzieren lassen wollen. Genau, ansonsten halten wir uns an die sogenannte gute wissenschaftliche Praxis, die von der DFG zusammengesetzt wurde, wo kurz erklärt wird, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Und das ist auch, denke ich mal, für Science Data eine gute Basis, sodass wir so Pseudowissenschaften, Parawissenschaft, Esoterik nicht bei Science Data starten lassen können. Wenn ihr irgendwas einreicht und euch unsicher seid, könnt ihr euch das einreichen. Wir prüfen das, ob das nach den Richtlinien der DFG erstellt wurde. Wenn wir uns unsicher sind, wir haben auch einen Beirat aus Wissenschaftlern und Wissenschaftskommunikatoren verschiedener Disziplinen, die aus Unis und Instituten zusammengestellt sind. Und wir fragen die dann bei Projekten, wenn wir uns unsicher sind, und die unterstützen uns dann und sagen uns ihre Meinung dazu. Ja. Ansonsten ist es bei uns tatsächlich so, dass wir uns eigentlich nur für die Projekte interessieren. Es ist, sage ich jetzt mal, natürlich sehr wichtig, wer ihr seid, aber wir haben keine großen Anforderungen an euch, bis auf dass ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen müsst. Das ist wichtig für die Legitimierung, die über die Plattform stattfindet, damit wir eben auch wissen, damit wir euch überprüfen können, wissen, an wen das Geld letztlich ausgezahlt wird. Ansonsten braucht ihr keinen akademischen Hintergrund zu haben, ihr braucht keinen akademischen Titel, ihr müsst kein Professor gewesen sein, kein Doktor haben. Es können Schüler bei uns Projekte einstellen, wie jetzt neulich der Fall war, aber natürlich auch Hobbywissenschaftler, Citizen Scientists, Doktoranden, aber auch Forschungsgruppen von Universitäten oder sonstigen Forschungseinrichtungen. Genau, eben. Citizen Science, jeder kann mitmachen. Und auch bei den Disziplinen, wir haben so eine Einteilung in Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieurs- und Technikwissenschaften, Naturwissenschaften und eben Wissenschaftskommunikation. Und da passt eigentlich jedes Projekt ganz gut rein. Genau, das so soweit zu unseren so grundlegend, wer bei uns starten kann, wer bei uns seine Projekte einstellen kann. Also auf jeden Fall, wir freuen uns, wenn ihr einfach mal was einstellt und dann ausprobiert und dann können wir mal zusammen beurteilen mit euch, ob das passt. Und dann würden wir euch auch ein paar Beispiele vorstellen, die bisher in den letzten Jahren Science Data gestartet wurden. Das sind wirklich komplett verschiedene, ganz verschiedene Projekte aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Startern. Da haben wir zum Beispiel ganz klassische Forschungsprojekte von einer Gruppe von Studenten und Universitätsmitarbeitern eines Instituts, wie zum Beispiel Frischwasserspender, ist letztens zu Ende gegangen. Das waren drei junge Forscherinnen und Forscher von der TU Berlin, vom Institut für technischen Umweltschutz, und die haben zusammen mit ihrem Professor wollten sie einen Prototyp für eine Frischwasseraufbereitungsanlage
bauen, von der sie geforscht haben. Und weil das eben technisch auch kostspielig war, haben die sich gedacht, sie machen das über Science-Starter und haben da halt für diesen Prototyp Unterstützer gewonnen. Solche Projekte gibt es öfter von Instituten, die irgendwas auf die Beine stellen wollen und merken halt, vielleicht gibt es da etwas zu wenig Geld und suchen Unterstützer und bringen so ihre Forschungsarbeit voran. Genau, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Finanzierung der Doktorarbeit. Da hatten wir auch schon verschiedene Projekte auf der Plattform. Ich zähle euch vielleicht mal zwei auf. Zum einen natürlich von Sascha Förster das Projekt Nachkriegskinder, was auch sehr stark durch die Medien ging, aber auch das Projekt Gimme More. Beides Projekte, wo der Starter, die Starterin sich einen Teil der Lebenshaltungskosten während der Doktorarbeitsphase sozusagen finanzieren lassen wollte. Auch das ist sicherlich ein bisschen schwerer umzusetzen als jetzt Fremdausgaben, Drittmittel, Drittausgaben, also Ausgaben für Aufträge, aber ist durchaus auch legitim von der Plattform oder für die Plattform und könnt ihr gerne auch bei uns einstellen. Was auch immer immer sehr beliebt ist und auch immer ganz schön für Science-Star, das sind Reisen, Forschungsreisen. Wenn jetzt sich eine Forscherin oder ein Forscher aus verschiedenen Disziplinen gerne reisen möchte und sich die Reise ein bisschen unterstützen und finanzieren lassen möchte, gibt es da schöne Beispiele, zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften, eine der ersten frühen Starterinnen. Das war Anne, genau. Sie hat über Literatur in Ostafrika, in Westafrika promoviert und wollte dahin reisen und Tonaufnahmen machen, die Bewohner befragen, Tonaufnahmen von Geschichten, von Gesängen aufnehmen. Und das ist so ein Nischenthema, dass es dafür einfach keine Unterstützung gab. Für sie hat sie halt keine offizielle Förderung dafür gewonnen, aber wollte halt diese Promotion machen, konnte sich aber die Reise nicht finanzieren und hat dann eben über Science Data Unterstützer gefunden und hat eben eine Reise nach Westafrika gemacht. Mhm. Genauso gibt es ein Beispiel aus Naturwissenschaften, wo eine Forscherin nach Brasilien gereist ist, um Ameisenbären zu erforschen und das zu untersuchen. Da gab es Reisen, Forschungsreisen sind sehr beliebt und funktionieren auch ganz gut. Das stimmt, ja. Wir haben schon erwähnt, auch als Citizen Scientists kann man bei uns Projekte starten. Wir haben tatsächlich mittlerweile auch mehrere drauf gehabt, was uns sehr freut, weil wir ja auch unter anderem die andere Citizen Science Plattform bei Wissenschaft und Dialog betreiben, Bürgerschaften wissen. Da haben wir auch verschiedene Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen Amateurastronomen, der einen Sternwarte in Österreich leitet und gerade aktuell ein Projekt auf der Plattform am Laufen hat, wo es darum geht, einen Vortragsraum für die Sternwarte Geisberg sich finanzieren zu lassen. Es gibt aber zum Beispiel auch Leute, die früher im akademischen Betrieb waren, jetzt emeritiert sind mittlerweile, wie zum Beispiel bei dem Projekt Datierung eisenzeitlicher Feldfluren, was erfolgreich finanziert wurde über die Plattform. Oder auch ein sehr schönes Projekt, auch gerade erst frisch finanziert worden, ein Projekt einer Schülergruppe, also nicht Studentengruppen, das hat er schon erwähnt, aber es gibt eben auch Schüler, die bei uns schon ein Projekt gestartet haben. Das war das Projekt V3PO und was immerhin mit über 40.000 Euro auch das bislang größte Projekt ist, was über Science Data finanziert wurde. Genau. Was eben, wie wir schon gesagt haben, dass Wissenschaftskommunikation bei uns auch gefördert werden kann. Das heißt, dass eben nicht nur, wenn man etwas erforscht oder untersucht, sondern wenn man das erforscht und untersuchte vermitteln will. Da gab es bei uns zum Beispiel ein Verein, der wollte eine Philosophieausstellung, ein Philosophiemuseum auf die Beine stellen und haben halt sich dafür auch Unterstützer gesucht. Genauso gab es bei uns so Grenzbereiche zwischen Kunst und Wissenschaft oder Design und Wissenschaft, wie ein Fotograf, der zusammen mit Wissenschaftlern ein Fotobuch über Wolkenformationen in Südafrika gemacht hat. Er war jetzt kein Wissenschaftler und hat auch nicht direkt was untersucht, aber hat halt über die Wissensvermittlung, Wissenschaftskommunikation versucht, eben mit Kunst und Wissenschaft was zu machen. Und das ist bei uns halt auch gern gesehen. Also da könnt ihr auch mal ausprobieren, ob ihr da was findet, ganz im Bereich zur Wissenschaft und Kunst. Und einfach mal einstellen. Keine Scheu. Auch wenn ihr nicht unsicher seid, passt es, stellt es ein, wir gucken uns das an, vielleicht geben wir euch Tipps, wie das vielleicht besser passen könnte oder ob das passen könnte und dann sehen wir weiter.
Genau, ich glaube, da kann man auch nochmal sagen, die Projekte sind ja auch nicht sichtbar, bis ihr nicht tatsächlich den finalen Antrag stellt zur Sichtbarschaltung, zum Statuswechsel in die Startphase. Bis dahin ist es tatsächlich auch ein Projekt, was wir nicht sehen. Erst wenn ihr von uns auch mal Feedback einfordert, erst dann sehen wir die Projekte auch. Also bis dahin könnt ihr tatsächlich so ein bisschen schalten, walten bei der Projektbeschreibung und auch da ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, was auch wirklich immer hilfreich ist, ist sich vielleicht Projekte auf der Plattform anschalten. Alle Projekte, die wir euch zum Beispiel gerade erzählt haben, sind ja auch auf der Plattform einsehbar. Schaut sie euch mal an, vielleicht erkennt ihr gewisse Parallelen zu eurem Forschungsprojekt und dann könnt ihr vielleicht auch daran orientieren, wie das Projekt gut beschrieben werden kann. Ansonsten da keine Scheu, ansonsten eben auch gerne anrufen, E-Mail schreiben, wobei das Einstellen auf der Plattform für uns tatsächlich am besten funktioniert, was die Einschätzung angeht. Ansonsten ist es eben so, dass ihr viele Informationen, wie auch schon gesagt, auf unserer Plattform findet. Wir haben die Leitfäden zum Projekt einstellen, aber wir haben eben auch die Richtlinien hier, wie gesagt, unten im Footer unter anderem auf der Plattform findet. Wenn ihr also noch weitergehende Fragen habt, schaut sie euch gerne mal an. Sie sind immer noch recht kurz und übersichtlich, finde ich, einigermaßen verständlich, auch wenn wir uns natürlich so ein bisschen absichern müssen und auch euch ganz klar zeigen wollen, was ihr dann einstellen könnt und was nicht. Genau, und dieses Video wird es auch auf YouTube geben. Von weitem nochmal der Link, da könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Termin am 26. November um 15 Uhr. Wollen wir euch was über die Beschreibung und Präsentation eines Projekts erzählen, was man da gerade am Anfang, so der erste Blick auf ein Projekt ist ja auch die Beschreibung und die Präsentation, das Video, die Bilder. Und da wollen wir euch ein paar Tipps geben, gute Beispiele zeigen. Genau. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.